Guten Tag, meine Herren. Willkommen in Ägypten. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Europa Barbarorum 2. So, wir haben das letzte Mal ein bisschen Loyalitätsprobleme festgestellt. Jeder unserer Generäle hat... Naja, hier sind es noch drei, weil die nicht im Krieg sind, aber die da oben... Der hat null Loyalität. Der wird sofort desertieren, wenn wir den rausbringen. Dann habe ich hier den Anführer-Ordner, damit der dann Krieg macht. Weil wir brauchen ja hier ein bisschen mehr Ländl. Ein bisschen Land. So, noch zwei Runden bis Hafen. Okay, das ist Infrastruktur. Ja, hier haben wir ja den Hafen nicht gemacht, weil die so teuer sind. Was wollte ich noch kurz schauen? Ich wollte noch irgendwas kurz schauen. Ja, okay, machen wir weiter. Noch kurz speichern. So. Ah, die Hellenen, der Hellenen-Diplomat. Und die gehen wieder rein, raus, rein, raus. Okay. Spitze. Du wirst immer noch bestechen. Nein, nein, der will irgendwie... Der schaut, glaube ich, nur nach oder so. Ich weiß jetzt nicht, was die KI so plant. Aber das war in Rom 1 schon das Problem. Also die KI hat sich anscheinend schon verändert, aber nicht viel. Und, ja. Aber so wie ich hörte, ist es in Rom 2 auch nicht so gut. Aber ich kenne Rom 2 nicht so. Vor allem, es interessiert mich irgendwie nicht so, weil es ein ganz anderes Spielprinzip ist. Mit dem ganzen Gebieten und dann mehreren Städten sind, so passt mir nicht so. Und auch die Ausbau, also dass man immer wählen muss zwischen zwei oder drei Gebäuden, das passt mir auch nicht so. Okay, natürlich sind die Finanzen jetzt wieder runter und dadurch sind wir wieder. Hä, sind wir mal erster Platz gewesen? Wir sind doch zweiter gewesen, also ist es rot? Keine Ahnung. So, hier haben wir den Paar-Tempel gebaut. Fortbildungskosten reduziert um 20%, das ist recht gut. Aber das machen wir jetzt noch nicht, weil ich ja etwas Wichtiges bauen muss. Also, das ist dort. Ah, das ist der General gewesen, okay. Kannst du wieder hoch? Er kann. Aber er kann auch plötzlich. Dann gehst du mal hoch. Und... Der da. Auch null Loyalität bei dem Haustrottel wieder. Nein, das ist Sicherheit. Von was... Von was kommt denn die Unloyalität? Matur? Okay, so etwas möchte ich gerne bauen. Ein Forum. Nee, die haben wir schon. Ja, ja. So. Und jetzt haben wir schon wieder kein Geld mehr. Okay. Von mir aus. Ja, also. Den Diplomaten. Der kann jetzt...
mal hier runter gehen. Ein Wachturm, okay. Der hier. Geht mal hier runter. Hier ist nichts. Ne. Eine Stadt blockiert den Weg. Da ist alles viel zu. Da ist auch eine Stadt. Da ist aber nichts. Okay, jetzt sind wir bald zurück. Jetzt kannst du hier den König. Wieso ist das Bild von das Leben des Brian drin? Oder ist das? Das ist nicht Leben des Brian, glaube ich schon. Cool. Das ist der Geile. Und die zwei hier. Komm, macht mal ein bisschen. Waffenstillstand. Entschlossen, abgelehnt. Ja. Ihr seid die Cheater, also lasst es bitte, gell? Das ist doch nicht normal, ne? Always looking for brand life. Weiß nicht. Always looking for bright side of life. Okay, Helenen. So, jetzt muss bald wieder mal Krieg kommen. Ach komm mal, Gerf, das ist nix. Hier gibt es leider keine Städte mehr. Ich hätte da gerne eine Stadt. Ja, vielleicht muss ich die nachher angreifen. Ich hoffe, die sind nicht besser geworden. Die da. Ja, okay, sie werden schon besser. Ich vernichte sie. Ein Diplomat. So, also. Die. Die da. Wenn ich die jetzt rausnehme. Ja. Dann mache ich die wieder rein. Ach komm schon. Ey, was ist denn los? Immerhin. Wer kann dann so schlecht laufen? Der da. Okay, die haben das jetzt eingenommen. Ah, Scheiße! Ich mach Krieg mit denen. Ich vernichte die jetzt. Das ist wirklich schlecht, dass die da sind. Wieso müssen die da sein? Ich will da diese Halbinsel von Saudi-Arabien einnehmen. Ich schau mal kurz Diplomatie. Feinde, nur die und auch keine Verbündeten. Okay. Mir ist es egal. Vielleicht lasse ich es noch ein bisschen am Leben. Aber ich brauche Platz. Ja, wird schwer. Ich muss hier noch ein paar Truppen. Das Ding ist. Okay, auch wenn sie nicht gut sind. Mir egal. So. Puh, das wird schwer. Wie heißen die? Nabatu. Angriff Nabatu. Beginn. Okay, nicht mehr. Nabatu. Beginn.
Ja, dann hat er Fängisch. So, hier haben wir den Spion. Oh, das ist zu nah, aber macht nichts. Mission erfolgreich. So. Karkatiokerta. Aha. Okay. Zungenbrecher XXL. Komische Handelsrouten. Ach, ist noch nicht fertig hier. Nö. Mal kurz schauen. Okay, Viertelstunde. Gut. Hier drüben. Die haben wir alles gemacht. Die auch, ja. Sind jetzt hier drüben schon. Nein, hier noch nicht. Hallöchen. So. Attentäter hatten gemacht, also haben wir die noch nicht bewegt, nur Diplomatie gewollt. Oha, den geht's aber nicht gut. Desser. Den geht's wahrlich nicht gut. Haben die jetzt Krieg mit jemandem? Immer noch nur mit uns, also keine Ahnung. Ich habe hier denen die Häuser nicht kaputt gemacht. Noch nicht. Leiterei. Hm. Okay, ja, soll ich am besten machen? Der ist ja hier wieder. Gibt es hier noch einen mit Loyalität, bitte? Da ist gar nichts. Es gibt keine. Ich kann nicht mehr Krieg machen. Nein, auch keine Loyalität. Ich greife jetzt mit dem. Ich tue den Anführer jetzt die ganze Zeit mit dem Anführerkrieg machen, bis die Loyalität wieder besser wird. Oder wie kann man die Loyalität nach oben bringen? Ja, indem man viel macht, aber ich habe ja viel gemacht mit dem einen und trotzdem ist die Loyalität so weit im Keller, dass es nicht sichtbar ist. Der könnte gleich sagen, ich gehe jetzt aus der Stadt und bin total freudig ein Rebell. Und dann haben wir den Salat. So. Rein raus. Ist gut, dass ich jetzt da keinen Spion mehr habe, dann muss ich die anderen nicht sehen. Ja, mach du weit ob. So, jetzt gibt es Krieg. Jetzt gibt es Krieg. Du, miau. Von mir aus gehen die Finanzen runter. Schon wieder ein neues Familienmitglied. Okay, ich freue mich, sobald die erwachsen sind. Nachsport. Haben wir jetzt zwei Handelsrouten? Scheint nicht so. Hm. Ja, lohnt sich ja sehr. Küstenpatrouillen. Ja, unbedingt. Okay, eine Handelsroute mehr. Scheinbar. Markt. Ja, hier können wir nichts bauen. In Tadur. Wäre gut, einen Tempel zu machen, aber einen, der
Loyalität, also Ding bringt da nicht. Also Krieg brauche ich jetzt hier nicht. Da muss zuerst mal groß werden. Machen wir mal einen Serapis-Schrein. Einfach zum Schauen, weil die ja nicht angezeigt werden. Einfach mal schauen, was der macht. So. Und jetzt wäre nett, wenn wir noch etwas kaufen könnten. Wieso sind die so schlecht? Das sind Archer, ich möchte Horse, Nahkämpfer. Ja, den da. So, wie sollen wir das planen? Sollen wir sie ein bisschen böse machen? Ich will jetzt da nicht direkt oder die Gruppe angreifen. Schauen wir mal. Ja, ich möchte aber die Armee. Das ist gefährlich. Aber die haben nur wenig Truppen. Okay, da wir ja sowieso... Dann halt Becky. Neutrale Seite angreifen. Oh, das wird eine geile Schlacht. Schaffen wir die im Partner? Dann muss ich mitten in den Schlacht kurz schneiden, okay. Aber wir machen es jetzt, weil wir es können. Wir werden bis zum Tode kämpfen. Mal schauen, was passiert, wenn... Ja, ich weiß nicht sehr, was passiert, wenn der König stirbt. Dann wird natürlich der Erbe zum König, aber... Ich will einfach mal schauen. Weil ich's kann. Wieso muss ich von unten angreifen? Wieso? Ich könnte eigentlich, weil die mich sowieso angreifen, hier mich aufstellen. Dann geht die hinten dran. So, die da, dann haben wir alle, ja. Okay. Wie sieht es aus? Kommt mal zu mir. Leichte Truppen. Reite, sehr gut. Die haben Reit. Was nicht so gut ist, sind die Bogenschützen. Aber ich denke nicht, dass die so viel anrichten. Ich muss unbedingt schauen, dass ich mit den Steinschleuderer die Dinge angreifen. Lockert euch mal ein bisschen, bitte. Okay, die Sichtweite ist nicht so gut. Ich habe aber die Sichtweite oben. Grafikoptionen. Kann gar nicht Sichtweite einstellen. Oh je, die anderen kommen auch schon. Die mal.
schön. Das ist denn schön, wenn die so sterben. Gut, dass mir eine so gut ziehen kann. Dann geht ihr mal zurück und wir greifen am besten mit denen an. So, geht ihr hier hin. Mit denen gehen wir hier vorne hin. Macht ihr mal euch lang. Ihr helft denen. Ah, ich müsste hier hin. Oh, Scheiße. Könnt ihr nicht rennen? Die hauen lieber ab. Komm schon, nicht so. Wo sind die Steinschleuder? Ist alles gut. Ja, ihr macht es sehr gut. Dieser Name. So. Ja, alle noch zusammen, gut. Oh, hier. Was sind die hier? So, wie mache ich das am besten? Greift mal an. Ach komm, ey. Wo ist mein General? Das soll hinten sein. Der da? Bitte nicht. Ja toll, wir haben verloren, wenn wir... Ja, okay, die haben sowieso. Greif mal die an, komm schon.
kommen noch mehr. Was ist denn los? Okay, die hauen wieder ab. Es ist halt sehr nervig, wenn man so viele Reiter hat. Noch mehr. So, ich mach mal kurz Aufnahme, Pause und dann geht's weiter im nächsten Part. Dankeschön fürs Schauen.